Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und eigentlich habe ich kein interessantes Thema für euch, deswegen reden wir heute mal ein bisschen Real Talk über ein Thema, was mir seit längerem schon auf der Seele brennt. Denn heute werden wir unterwegs sein und ein paar Darkrai Raids machen, und weil ich da heute das erst zusammenschneiden kann und das immer 2 Millionen Jahre dauert, bis das alles exportiert ist, habe ich gedacht, lade ich als Überbrückung eine Folge hoch, wo wir mal ein bisschen quasseln. Denn es wurde jetzt schon länger vermutet, dass der Abra Sea Day kommen wird. Mittlerweile ist es also bestätigt, Abra wird das nächste Sea Day Pokémon. Und da habe ich mich schon gefreut, innerlich, beziehungsweise mir an den Kopf gefasst, weil wer kennt nicht die Zeiten damals bei den Go-Festen, als Abra aus Versehen als Shiny released wurde, es Leute gab, die direkt ein Shiny Abra bekommen haben, das aber sofort wieder aus dem Spiel genommen wurde und die Leute sich damit gebrüstet haben, dass sie Shiny Abra haben. Und dann gab es genau zwei Lager von Pokémon Go-Spielern. Die einen haben gesagt, ja und, ist doch Quatsch, ne? Kommt eh zum C-Day irgendwann, ist doch nichts Besonderes. Und dann gab es die anderen, die Behinderten, die gesagt haben, oh mein Gott, Shiny Abra, das will ich unbedingt haben. Und dann sind die los mit dem Shiny Abra und haben gedacht, dadurch, dass es ja so viele behinderte Pokémon Go-Spieler gibt, die einfach nicht logisch nachdenken oder keine Geduld haben, mache ich damit ein Riesengeschäft. Und so hat man so oft gerade bei eBay Angebote gesehen, wo einfach mal ein Shiny Abra angeboten wurde für über 1000 Dollar plus 1 Million Sternstaub-Trade, weil in den Angeboten auch dabei stand, dass eben da keine Freundschaft aufgebaut wird. Da wird nichts mit 30 Tage Leveln zu Hyperfreunden oder 80.000, sondern die wurden verkauft für 1000 Dollar und ihr musstet direkt mit demjenigen traden, um 1 Million Sternstaub auszugeben. Und es gab wirklich Leute, die sowas gekauft haben. Da greift man sich doch an die Platte, oder nicht? Ich meine, hättet ihr jemals so ein Pokémon bei eBay gekauft? Selbst wenn ihr gut verdient, wenn ihr im Monat 5000 Euro auf die Kralle kriegt, aber seid ihr so unvernünftig und sagt, ja, Shiny Abra, man sieht zwar eh keinen Unterschied, aber weil es so selten ist, kaufe ich mir mal eins bei eBay, dann bin ich heftig der Boss. Oder wart ihr von der Sorte, die gesagt haben, es wurde aus Versehen released, sprich, irgendwann wird es ja offiziell released, es ist also noch Zeit, ist ja nicht so, dass das kurze Zeit verfügbar war. Wie das vielleicht bei Meltan zum Beispiel der Fall war, dass man Meltan aus der Meltan-Box bekommt, was für manche schon unmöglich ist, da die keine Möglichkeit haben, eine Meltan-Box zu bekommen. Dann über einen geringen Zeitraum war das eben als Shiny verfügbar aus der Box heraus, oder wie bei Makabaya, was nur zu Halloween im Spiel war, als Shiny da war mit einer 1 zu 450 Chance, da war, finde ich, ist eigentlich viel seltener, denn da müsst ihr warten, gibt's das vielleicht nächstes Jahr wieder? Was ist mit Meltan zum Beispiel dann auch? Wann kommt das mal wieder? Oder hat man seine Chance vertan? Kriegt man das nur noch durchs Tauschen, durchs Traden? Aber bei Abra war ja klar, es wurde aus Versehen released und es wird noch offiziell kommen zu einem C-Day oder zu einem Event. Bei einem Event ist es meistens schwerer, aber zu einem C-Day ist eigentlich fast immer garantiert, dass ihr mindestens mit einem Shiny rausgeht. Und jetzt ist es also soweit, Abra wird einen C-Day bekommen, worüber ich mich besonders freue, weil es ein cooles Pokémon ist, weil es aus der ersten Generation ist. Das sind für mich eigentlich die zwei Hauptgründe. Ich finde es viel besser, als wenn jetzt wieder irgendein Starter von irgendeiner nächsten Generation rausgeschmissen wird oder einer bestehenden oder sonst was. Die Starter sind eigentlich die Sachen, die für mich am uninteressantesten waren an den ganzen C-Days. Das Einzige, was mich immer interessiert hat, war, was wird zwischen den Startern released? Bei Startern war immer alles abzusehen, jetzt ist gar nichts mehr abzusehen. Rihorn fand ich schon richtig heftig, Abra finde ich auch mega cool. Ich meine, mein Account ist ja momentan noch gesperrt, ich kann also den Abra C-Day nicht mitspielen mit meinem Hauptaccount, ist aber nicht schlimm. Der Ramses Kitchen Account ist ja da, der wird die Zeit nutzen, noch ein bisschen zu leveln, dass wenn ich den dann irgendwann nach den 30 Tagen an euch rausgebe, der vielleicht ein ordentliches Level hat. Und wenn ich dann
20 Shinies gefangen habe. Da kann ich mir ja ruhig mal 3 Stück rübergeben an meinen großen Account. Das ist also auch nicht schlimm. Dafür gibt es ja die Tauschfunktion. Da entgeht mir in dem Sinne ja nichts. Exklusive Siederjahrtage braucht man, glaube ich, auch nicht. Ist auch nicht so wichtig. Es geht einfach nur darum, trotzdem am Sea-Day zu spielen, Spaß zu haben, rauszugehen, in Bewegung zu sein, ein paar Shinies mitzunehmen. Anders sieht es natürlich aus bei Darkrai. Das könnt ihr nicht tauschen. Wenn ich das, weil ich da nicht mit dem Hauptaccount spielen kann, habe ich natürlich die Arschkarte. Muss darauf hoffen, dass das nochmal vielleicht an Halloween in die Raids zurückkommt oder so, auch als Shiny und da reinklotzen. Aber bisher haben sie immer bestimmte Sachen 20, 30, 40 Mal recycelt und zurückgebracht. Da denke ich mal, ist es jetzt Mist. Da muss ich in den sauren Apfel beißen. Aber ich werde noch die Gelegenheit bekommen, das auch zu kriegen. Und da bin ich froh, dass man das nicht tauschen kann. Sonst würden wahrscheinlich wieder Leute sagen, hier, Darkrai gab es nur 3 Tage. Ich verkaufe meinen Shiny Darkrai bei eBay für $1000. 1 Million Sternstaubtausch. Und da würden wieder Leute hingehen. Die würden wieder kaufen. Sind die denn bescheuert? Ich verstehe das nicht. Wartet doch einfach ab. Das ist ein Halloween-Pokémon gewesen. Ich verstehe nicht, wieso sie das jetzt rausbringen, im März, einfach so an einem Wochenende und nicht einfach bis Halloween wieder gewartet haben zum Shiny-Release. Aber es geht ja nicht um Darkrai, es geht ja immer noch um Abra. Weiterer Punkt, was zum Abra auch gehört, sind gleichzeitig diese Ticket-Events, wie es ja schon bei der kolossalen Herausforderung gab, wo ihr da Regigigas bekommen konntet und so viele Leute sich aufgeregt haben, was Niantic für ein ekeliger Haufen ist, warum die den Leuten so das Geld aus den Taschen ziehen, warum die zur Kasse bitten und auch mein MMO hat wieder 1000 Artikel geschrieben, es wird zur Kasse gebeten, lauter dummes Gewäsch in meinen Augen, muss ich mal so sagen, weil es ist wie damals, es wird doch keiner dazu gezwungen, das zu kaufen. Und es ist doch auch nicht so, dass ihr da irgendwas bekommt, wenn ihr das kauft, was die anderen nicht bekommen und euch irgendwas entgeht, wenn ihr das jetzt nicht kauft. Also jeder, der sich dafür genötigt fühlt, das zu kaufen, der hat wohl die Kontrolle über sich selbst verloren und sieht nicht mehr, dass das ein Spiel ist und man das eigentlich auch komplett ohne Geld zu investieren spielen könnte. Man muss nicht 20 Raids am Tag machen und permanent Coins aufladen. Man kann auch einen täglichen Raid Pass nehmen und dann ist das doch okay. Ihr kriegt die Sachen eh irgendwann, auch wenn es mal dauert. Es gibt dann die Spezialforschungen, es gibt die Krypto-Sachen, wo ihr dann auch schon Legendäre bekommen könnt, die Durchbrüche. Also selbst wenn ihr mal bei irgendeinem Event nichts geschafft habt, irgendwann kommt es aus Eiern, irgendwann kommt es da, irgendwann kommt es hier und so. Also ich verstehe nicht, warum die Leute sich so fertig machen, so kaputt machen. Und die haben damals ja schon gesagt, bei der kolossalen Entdeckung, oder wie das auch immer hieß, macht das nicht. Wir rufen alle dazu auf, kauft nicht dieses Ticket, denn wenn ihr das kauft und Niantic sieht, ihr kauft das, dann werden die öfters solche Sachen machen und dann setzt sich das durch und das wollen wir nicht. Aber lasst doch die Leute, die bereit waren, dafür Geld auszugeben, die das gerne gemacht haben, ist das doch eine feine Sache. Nur weil ihr das nicht machen wollt, dann lasst es doch. Aber sagt doch nicht, die anderen sollen das auch nicht machen, weil es dann noch mehr solche Sachen gibt. Und wenn es jeden Tag ein Angebot gibt, kauft es doch einfach nicht, wenn ihr das nicht wollt. Aber lasst doch die Leute kaufen, die es wollen. Jetzt bei Abra zum Beispiel. Es wurde ja angekündigt, dass es im Code wurden mehrere solche Ticket-Events oder solche käuflichen Events oder Sachen gefunden, die man bekommen kann. Bei Abra spielt das jetzt auch eine Rolle, aber nur eine kleine, untergeordnete, sage ich mal. Da gibt es ja jetzt diese Spezialforschung, die man sich zu dem Sea-Day dazu kaufen kann. Sicherlich für echt Geld. 99 Cent würde die ja kosten, also US-amerikanische Dollar-Cents, wie auch immer. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ihr euch die kauft, weil ihr Bock drauf habt, macht. Wenn ihr die nicht kauft, dann hört auf schon wieder zu haten und zu sagen, Schweinerei, dass Niantic schon wieder das Geld den Leuten aus der Tasche zieht. Denn was gibt es denn bei dieser Spezialforschung, beziehungsweise was bekommt ihr für 99 Cent?
Es ist einmal aufgelistet, ihr bekommt 13.000 Sternenstaub. Okay, man kauft sich Sternenstaub, aber Sternenstaub bekomme ich auch, wenn ich Raids mache, wenn ich Eier brüte, wenn ich Pokémon fange. Ist also nichts, was ich nicht ohne dieses Geld bekommen könnte. Ihr bekommt ein Knursp. Ich habe mir noch nie im Leben ein Knursp gekauft, weder für echt Geld noch aus dem Shop mit Coins oder sonst was. Wenn ihr euren Buddy auf gute Laune bringen wollt, das geht auch ohne Knursp, und selbst Knursp könnt ihr ohne Echtgeld bekommen, wenn ihr die Münzen aus der Arena nehmt. Es ist also nichts, was es exklusiv nur in dieser Spezialforschung gibt und was den normalen Spielern, die nicht reincashen, vorenthalten bleibt. Es gibt einen Rocket-Radar. Mein Gott, manche machen nicht mal Rocket Leader, die brauchen das nicht. Und die, die das machen und aktiv spielen, die knüppeln halt ihre 6 Leader nieder, die haben ihren Rocket-Radar, die haben in der Woche 20 Rocket-Radare, die brauchen den nicht unbedingt, trotzdem könntet ihr den auch ohne Echtgeld im Shop mit Münzen kaufen, die ihr aus Arenen bekommt. Also es ist wieder was, was ihr normal sowieso euch erspielen könnt, was ihr aber euch hier erkaufen könnt, aber ihr in dem Sinne keinen Vorteil habt gegenüber anderen Leuten. Dann steht noch dabei dreimal Rauch. Für mich das unsinnigste Item überhaupt. Hier geht mittlerweile so viel ab immer. Da sitzt so viel Zeug rum. Es sind so viele Events, immer so viele Spawns. Rauch ist meistens das, wenn ich irgendeine Box kaufe, was dabei ist und ich als erstes direkt mal wegschmeiß nach dem Kauf. Also für mich der Rauch auch überhaupt keinen Wert. Und es steht noch da, und noch mehr, aber wenn da jetzt nicht mal irgendwas Krasses dabei ist, würde ich sofort sagen, die Spezialforschung interessiert mich nicht. Ich bin jemand, der macht eigentlich immer alles mit, der testet alles aus. Auch bei Regigigas habe ich die Spezialforschung mitgenommen, habe da 8 € bezahlt oder 9 €, wie viel das Ticket auch immer gekostet hat. Aber ich fand, da waren Sachen dabei, die haben mich persönlich mehr interessiert. Jetzt gibt's da was. Aber ich habe die Möglichkeit zu sagen, nein, danke. Ich muss es doch nicht kaufen. Gut, es ist nur 1 €. Ich könnte sagen, es ist nur 1 € sozusagen. Das ist ja billiger als Regigigas, bezahle ich halt. Aber wer einen klaren Verstand hat und sich sagt, den Rocket-Radar brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich auch nicht. In dem Sinne ist es nicht teuer. Ihr kriegt Sachen dazu, die auch nützlich sind. Auch die 13.000 Staub nimmt man gerne mal mit. Aber ihr müsst es nicht kaufen und ich werde es auch nicht kaufen. Die Frage ist jetzt, kauft ihr das? Werdet ihr den C-Day normal spielen oder werdet ihr diese 99 Cent investieren und euch die Spezialforschung dazu holen? Ich fand eben auch bei Regigigas, es ist nichts gewesen, was andere nicht haben können. Das Regigigas kam dann eh in die X-Rates, es wurde dann eh freigeschalten, ihr habt ein paar Pässe bekommen. Wenn ihr euch normal Pässe im Shop kauft, bezahlt ihr auch, sagen wir mal, 1 € für einen Pass. Jetzt habt ihr da 10 Pässe bekommen, ne, 5 Pässe. 10? 5? Ihr habt 10 Pässe bekommen für 8 € oder so. Das sind doch schon, das sind doch die 8 € schon, hat sich doch schon ausgeglichen, zusätzlich ein paar Items, zusätzlich den Sinostein, den Einhaltstein, was weiß ich. Warum ich es im Endeffekt aber gekauft habe eigentlich auch, war, um den Zuschauern was zu bieten, weil es was komplett Neues war, weil ich Spaß haben wollte und weil es auch so eine schöne Medaille dazu gab. Jetzt gibt es ja, glaube ich, keine Medaille, jetzt gibt es nur ein paar Items. Jetzt ist es zwar viel günstiger, aber wie gesagt, es wird niemand gezwungen, das zu kaufen. Ihr müsst das nicht kaufen, lasst das einfach weg und ich habe das irgendwie, ich weiß nicht, wie ich dazu kam, verglichen mit Pizza. Wenn ich gerne Pizza esse, es zwingt mich doch keiner, jeden Tag in ein Restaurant zu gehen und dort Salami-Pizza zu essen, die 10 € kostet. Ich kann genauso gut doch einfach, wenn ich Salami-Pizza gerne esse, mir eine Tiefkühlpizza holen aus dem Rewe, wo ich, sagen wir mal, 1 € dafür bezahle und dann habe ich auch Pizza. Aber es ist doch klar, wenn ich mich damit nicht zufrieden gebe, wenn ich mehr will, wenn ich eine bessere Pizza will, eine größere Pizza, eine frischere Pizza und ich gehe jeden Tag dann ins Restaurant, dann muss ich eben auch mehr investieren. Aber vielleicht
braucht man ja gar keine besondere, edle, brutale Restaurantpizza. Es gibt so viele Leute, die geben sich einfach mit der Tiefkühlpizza zufrieden und sagen sich, ich habe eine Salami-Pizza, die reicht mir, die nehme ich so, wie sie ist. Ich muss nicht extra viel Geld dafür bezahlen. Aber lass doch die Leute, die gerne ins Restaurant gehen und dort ihre Salami-Pizza essen und 10 Euro dafür bezahlen, genauso wie die Leute, die einfach sich Tiefkühlpizza reinziehen. Die haben doch beide Existenzberechtigung. Und es wird immer Restaurants geben, die Pizza anbieten, aber keiner wird gezwungen, ständig ins Restaurant zu gehen und diese teure Pizza zu essen. Ihr könnt weiterhin eure Tiefkühlpizza essen, wenn die euch schmeckt. Lasst euch doch nicht verleiten oder denkt, Mann, jetzt gibt's teure Pizza, jetzt muss ich dahin und muss die essen. Nein, ihr könnt weiter eure Tiefkühlpizza essen und lasst die Leute, die ins Restaurant gehen, da hingehen, aber bleibt bei euch und behaltet euren Verstand bitte, schwimmt nicht mit der Masse, schätzt für euch ab, schmeckt euch die Pizza oder wollt ihr mal eine andere Pizza ausprobieren, dann könnt ihr das machen. Aber wenn ihr die gar nicht braucht, weil ihr mit der zufrieden seid, dann bleibt doch einfach bei der. Jetzt habe ich 5-mal das gleiche gesagt, richtig behindert. Zum Abschluss kann ich nochmal ein Adi zeigen und dann würde ich trotzdem sagen, war es das eigentlich von meiner Seite aus? C-Day, Abra, also ich fass mir an den Kopf, was die Leute, $1000, die haben doch den Schuss nicht gehört. Und dann kommen die und wollen Darkrai verkaufen, sind die. Und dann gibt's Leute, die glauben das noch, oder was? Und Spezialforschung, ich meine, ich werde sie nicht holen. Wenn es eine Medaille gäbe, würde ich das wahrscheinlich sogar machen. Das sieht gut aus im Profil. Das ist dann wirklich was, was man bekommt und was andere nicht haben. Nur damit, aber das muss jeder selber wissen. Manche, die legen keinen Wert auf Medaillen. Ich zeige euch jetzt nochmal den Adi. Der verfolgt mich nämlich immer, komischerweise. Der ist eine ganze Nacht da drüben. Kaum gehe ich rüber, will Video aufnehmen, kommt da auch hier hinterher geschissen, Alter. Was ist denn? Hast du kein Zuhause oder wie, Bruder? Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut euer Ramses. Schreibt mal eure Meinung rein. Hättet ihr ein Abra gekauft auf eBay oder seid ihr die Vernünftigen, die warten? Und seid ihr auch der Meinung, dass man keine Tickets kaufen darf und keine Events mit Echtgeld bezahlen, weil sonst mehr eingeführt werden? Oder findet ihr das sogar gut, wenn es öfters solche Sachen gibt? Weil man dann ja entscheiden kann, wenn was richtig Tolles dabei ist, dass man sich das kauft. So wie andere Geld in ihr Hobby investieren. Oder wie steht ihr dazu? Schreibt's mal rein. Wir gehen nochmal zum Adi und sagen Tschüss und Hallo und alles andere. Adi, guck mal. Lass mich mal runterkommen. Adi? Ich esse deinen Finger, Bruder. Nicht schlecken, du musst aggressiv sein und beißen. Beiß, 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 beiß. Beiß, beiß, beiß. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Nom, nom, nom. Ach, der Schwanz. Tschüss.